Liebe Bremerinnen und Bremer, ich danke Ihnen allen, dass Sie heute Gesicht zeigen. Naja, es ist ein Zeichen davon, dass wir Teil dieser Stadt sind, dass wir eine hohe Identifikation mit den Menschen dieser Stadt haben und dass wir Teil der zivilen Gesellschaft sind, die auch für diese Werte einstehen, die diese Gesellschaft zusammenhalten. Solidarität, Toleranz, Respekt, Gewaltlosigkeit. Was ist denn so wichtig heute auf so einer Veranstaltung Flagge zu zeigen? Ja, weil wir einfach eine große Aufmerksamkeit genießen, nicht nur der Verein, sondern auch wir Spieler. Und da ist es wichtig, dann auch ein Statement abzugeben und sich jetzt nicht nur irgendwie zu Hause zu verstecken oder damit nichts zu tun haben wollen. Ja, viele Menschen schauen auf uns. Es gibt eine große Strahlkraft, es gibt eine große Anziehungskraft auf uns. Die Menschen schauen auf uns und wollen wissen, was wir tun, wofür wir einstehen. Und in diesen Zeiten zu sagen, wir spielen nur Fußball, ist einfach zu wenig. Wir haben so seit vielen Jahren einen Kompass gegeben, einen Wertekanon, nach dem wir handeln und nach dem wir auch unsere Entscheidungen treffen. Und es ist eben wichtig, diese Werte auch in dieser gesellschaftlichen Gesamtsituation zu verteidigen und für die Werte einzustehen. Ja, ich bin beeindruckt also von den Leuten, die alle heute hier sind und wie viele es dann sind. Und ich bin das erste Mal auf so einer Demo und die Sache ist wichtig und gut und dementsprechend kann ich mich damit auch voll identifizieren. Ja, es ist einfach wichtig, also auch gerade für mich als junger Familienvater, dass meine Kinder in einer guten Zukunft aufwachsen und da gehört Rassismus auf keinen Fall dazu und dementsprechend ist es gut, dass Bremen und die ganzen Menschen hier Gesicht zeigen.